Türchen Nummer 22. Buh. 22 Türchen schon mittlerweile. Ist jetzt fast auf der Zielgeraden. Nee, sind wir auf der Zielgeraden. Und mit dem 22. Türchen beginnen wir ein weiteres tolles Spiel. Das habe ich auch irgendwann mal geholt und dachte mir so, ja, können wir mal kaufen. Ist auch gar nicht so teuer und deswegen spielen wir das halt auch wirklich sehr gerne. Haben auch viele, viele Leute mittlerweile schon gespielt oder gekauft, so wie Mystic Veil. Mystic Veil war auch so eins, was wir tausendmal schon verkauft hätten. Hätten wir doch ein Geschäft. Ja, aber jetzt das nächste Spiel, Nummer 22. Carnival of Monsters ist halt ein richtig ultra gutes Spiel, weil jeder Spieler kann hier einfach an den Tisch. Und ja, es ist von Richard Garfield, von den Macher von ja, Magic. Es hat auch die Symboliken so, ja, man kommt ganz schnell rein, aber ich finde es sehr gut, weil alle Magic-Spieler dieses Spiel auch wirklich gut finden. Sie finden es nicht besser natürlich, nee, Magic ist das beste Spiel der Welt, ich weiß, aber sie finden es so gut, dass sie sich dieses Spiel kaufen. Und davon haben wir einige Leute in unserer Gruppe, die halt wirklich sagen, wow, cool, und sich das dann wirklich angeschafft haben, weil es sich so schnell spielt und man halt auch mit mehreren Leuten hier an den Tisch sich setzen kann, auch mit jemandem, der das nicht kennt. Und dann spielt man dieses Spiel einfach und man versucht halt hier wirklich seine besten Monster zu präsentieren und damit der größte, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, größte Typ zu werden, der die Monster präsentiert. Und das ist wirklich gar nicht so einfach, denn wir haben hier so eine Länderkarten im Grunde und wir nehmen diese Länder als Punkte und die können wir dann halt wirklich, wenn wir die ausgespielt haben, auch dafür nutzen, Monster auszuspielen. Es gibt aber auch Monster, die nicht nur Siegpunkte bringen, sondern auch so Art Monstersymbole haben. Und dieses Monstersymbol würde uns Schaden zufügen. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir Käfige für diese Monster kaufen können oder so. Oder dass vielleicht mal irgendjemand schon losgegangen ist und die ein bisschen so unter Kontrolle hält. Und gibt aber auch Möglichkeiten, diese Karten nicht einfach nur loszuwerden. Das ist halt auch ganz cool, weil wir halt wieder ein Draft-System haben. Aber es bedeutet auch, Karten, die wir nicht spielen können, müssen wir bezahlen, damit wir sie erstmal weglegen können. Und natürlich bekommt man zum Schluss immer irgendeine doofe Karte, die man gar nicht benutzen kann oder so. Und da muss man halt Geld ausgeben. Und wenn man dieses Geld nicht hat, dann muss man irgendwann mal Kredite aufnehmen. Und das ist ultra cool, weil man da natürlich Minuspunkte generiert mit. Die wird man auch nicht mehr los. Also man muss wirklich überlegen, wie man das Ganze hier handelt. Aber es ist ein sehr, sehr cooler Mechanismus, der unglaublich viel Spaß macht und der auch im Aufbau 5 Minuten dauert. Dann kann man es ganz kurz mal erklären, worauf man zu achten hat bei dem Spiel. Und dann geht das Spiel auch schon los. Und deswegen ist es halt auch hier auf der Liste bei Türchen Nummer 22. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Ich hoffe, wir sehen uns die nächsten 2 Tage noch. Wenn ja, dann bis morgen. Macht's gut. Euer Tibu.